Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute versuche ich mal was Neues. Es wurde ja von arg vielen gewünscht, dass ihr mal dabei seid bei der Schwarmkontrolle. Heute wieder vom Bienenstand, wo wir letzte Woche schon mal waren, mit dem Schwarm. Da habe ich auch eine kleine Aufnahme gemacht, wie es jetzt dem aussieht. Ja, so hallo, herzlich willkommen. Wir stehen jetzt hier gerade eine Woche später an der Stelle, wo wir den Schwarm gefangen haben. Für alle, die das vorige Video gesehen haben, da oben ist er gehängt. Ich habe jetzt gerade schon mal reingeschaut, habe auch schon mal gefilmt, aber dann kam der Förster und dann natürlich muss man ja die Kontakte warm halten. Auf jeden Fall habe ich vorher schon gesagt, super geil, einen kompletten Honigraum schon voll jetzt in einer Woche. Ne, ihr seht ja, drei Mittelwände waren bloß drinnen. Hier unten auch sehr schön voll. Ja, super, ne? Die kriegen jetzt einen Honigraum drauf. Vielleicht auch zwei, muss ich mir noch mal anschauen, weil der Raps blüht ja noch ein Weilchen. Klar, was hier an Honig ist, fällt natürlich am Ausgangsvolk. Das muss man dann einfach noch mal getrennt anschauen. Aber auf jeden Fall, die Sache hier hat tipptopp funktioniert, könnte nicht besser funktionieren mit diesem Schwarm, bin ich echt zufrieden. Ja, das soll es an dieser Stelle mal kurz gewesen sein. Jetzt mache ich wieder die Schwarmkontrolle und da habe ich jetzt die andere Kamera dabei, dass ich euch einfach mal um den Bauch schnall und mal mitnehme, ob die Aufnahmen dann was werden, ob man die verwenden kann, das weiß ich nicht, aber das werdet ihr jetzt gleich dann im Folgenden sehen. Und wenn ihr jetzt nichts mehr seht, dann ist das Video vorbei und das mit den Aufnahmen hat einfach nicht funktioniert. Also es ist ja so, dass ich nicht alle Völker in der Regel anschaue. Diesmal habe ich alle Völker angeschaut, weil es letzte Woche ja hier schon relativ triebig war. Ja, und da habe ich euch jetzt einfach mal mitgenommen im Folgenden. Ihr könnt ja gerne dazu schreiben, wie ihr das selber handhabt, was euch dazu einfällt. Tipps und Tricks natürlich, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video jetzt. Ja, so grundlegend muss man es mal sagen, dass wir jetzt an einem Bienenstand sind, der im Frühjahr nicht ganz optimal von mir vorbereitet wurde. Also man sieht noch relativ viel Wildbau, der zum Teil auch aus dem Winter noch stammt. Bei dem Bienenstand kommt es mir auch darauf an, da sind ein paar Völker dabei, da will ich einfach wissen, was genau die für einen Honigertrag bringen. Deshalb tausche ich die Honigräume im Wesentlichen an dem Bienenstand nicht durch, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Ansonsten wäre es natürlich klar, man könnte die Honigräume auch einfach immer um eins versetzen, spart man sich die Hälfte an der Tragarbeit. Für alle, die ja noch relativ jung mit der Imkerei vielleicht zu tun haben, es geht einfach darum, diese Schwarmzellen zu finden. Das sind so praktisch Nasen, wo rausschauen. Und in dem Fall brechen wir die einfach raus, dass die Königin, die danach gezogen wird, nicht schlüpfen kann und das Bienenvolk dann nicht mit der alten Königin schwärmt. Na, das ist jetzt, wie gesagt, ja auch ein Bienenstand. Der ist mir aufgefallen, da war ich vielleicht ein bisschen später mit dem Erweitern, dass die sehr großen Schwarmdruck haben. Deshalb schaue ich da zur Sicherheit einfach jedes Bienenvolk nochmal durch. Na, man sieht da ja auch zum Teil sehr schöne Brutwaben, also die jetzt gerade vielleicht ist auch in Ordnung. Und ich ein weiterer Vorteil ist einfach eben bei der Tant, man arbeitet da von rechts nach links, oder ich arbeite so und hänge dann den Sheet auf die andere Seite einfach rüber. Ne? Da stört mich jetzt der Wildbau an sich auch nicht so übermäßig, weil, ja, warum auch, ne? Man muss halt einfach gründlich schauen, dass auch in diesem Wildbau einfach keine Zelle drin ist. Wie gesagt, ich möchte hier diesen Honigertrag von bestimmten Völkern einfach sehen und deshalb tausche ich die Deckel und eben auch die Honigräume nicht durch die Völker durch, sondern mache mir diesen Mehraufwand und heb sie praktisch zweimal an. Ja, man sieht, ich arbeite ja auch mit dem amerikanischen Stockmeißel. Das ist bei mir eigentlich so ganz cool.
das Heben nach Möglichkeit. Manchmal vergesse ich auch nicht aus dem Knie raus. Und dann knie ich eigentlich in der Regel hin, um die Vögel zu bearbeiten. Also sprich den Sheet raus und dann die Wabe anschauen. Ja, und genau, was will ich grundlegend mal, was will ich sehen? Ich will stehende Eier sehen. Und das ist mir wichtig, also dass die Königin da ist, dass es funktioniert, das Bienenvolk. Und dann, sobald ich stehende Eier sehe, bin ich auch bereit, alle Nachschaffungszellen, Schwarmzellen, sonstige Zellen, wo eben eine neue Königin schlüpfen könnte, zu brechen. Wenn ich keine Eier gesehen habe, bin ich da vorsichtig, weil dann kann es ja auch sein, dass die Königin einfach verlustig gegangen ist. Und das praktisch die letzte Chance für das Bienenvolk ist, danach zu schauen. Deshalb erster Blick stehende Eier. Oder sagen wir mal so, Blick, bevor ich eine Zelle breche, sind stehende Eier da. Ja, wie gesagt, also die Bienenvölker bin ich ja ganz zufrieden. Ich meine, es sind auch alle, man kann sie erweitern im Brutbereich. Ne? Also klar, wenn sogar die Randwabe bebrütet ist, spricht an für sich da nichts dagegen, im Brutnest, meine Meinung, eine Wabe weiterzugeben. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Einfach aus Materialgründen, weil das sind einfach so, dass ich da meine Tour habe auf der Schwäbischen Alb mit ein paar Bienenständen im Raps und ich neue Honigräume brauche und irgendwann ist das Auto halt einfach voll. Und das war mir jetzt in dem Moment einfach nicht so wichtig. Also man sieht, es sind auch schön gefüllte Honigräume. Da kann man auch nochmal mein Beutensystem eigentlich ganz gut sehen. Da möchte ich auch nochmal oder kann ich auch nochmal auf das Video verweisen, wo ich das erklärt habe. Das sind ja Honigräume, die kosten so um die 3 Euro das Stück im Eigenbau. Ja, das einzig Gekaufte an diesem System sind in der Regel die Brutrahmzargen und zum Teil die Sheet. Also man sieht, das ist jetzt ein gekaufter Sheet und es gibt aber auch die ein oder andere wirklich abenteuerliche Konstruktion, die ihr im Folgenden sehen werdet, die einfach noch aus meinen Anfangszeiten ist. Ne? Das ist ja so, dieser Betrieb ist ja aus sich selbst gewachsen, also da ist ja keine Abfindung, kein Kredit reingeflossen. Und da gilt es halt gerade in Anfangsjahren vor allem viel selber zu machen, viel zu improvisieren. Und da hatte ich halt Holz und dann habe ich das zusammengeschraubt und weil das eben nicht die Größe hat, habe ich das auf der Rückseite einfach zusammengetackert. Das sieht man im Weiteren dann noch. Ja, hier Brutraumwabe, Zellenansatz, ob jetzt mit Eier oder nicht, das spielt jetzt gerade eigentlich keine Rolle. Hier sehen wir einen Unterbau mit Drohnenbrut. Wenn der verdeckelt ist, mache ich den in der Regel weg. Es kann aber auch sein, ich lasse ihn einfach dran. Ne? Das geht eigentlich mit dem Stockmeißel ganz gut und verletzt eigentlich auch die Bienen nicht wirklich. Dann lege ich den einfach raus und am Ende von der Kontrolle laufe ich die Runde und sammle die ganzen Wabenstücke einfach ein. Ja, da war ich jetzt hier gerade beim Nachfoton schneller als damals im Original, um diese Zelle zu entdecken oder diesen Ansatz zu entdecken. Das lässt sich jetzt hier für mich im Film gerade relativ schwer nachvollziehen. Ja. Auch hier unten wieder, ne? Also ich zerdrück die einfach. Wenn das ganz verdeckelte Zellen sind, nehme ich mir mal eine raus und gucke einfach, in welchem Stadium die ist. Man kann die aufmachen und dann sieht man das Stadium und dann sieht man einfach, wie gut man beim letzten Mal aufgepasst hat oder nicht. Weil man natürlich ist das, an diesem Bienenstand sind es jetzt, glaube ich, 36 Bienenvölker. Es ist auch eine mentale Sache, ne? Diese Zellen da
rauszufinden. Es ist auch ein Tag, wo das Flugwetter schon gegeben war, aber jetzt nicht das allerbeste Flugwetter. Da sieht man ja, wie hier unten gerade die Bienen noch an der Wabe praktisch dranhängen, die nicht am Einsatz sind. Ja, Schied wieder rein, Absperrgitter wieder drauf und dann die ganze Stapelei retour. Wie gesagt, ergonomisch nicht so das Beste. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt auch auf Zweierpaletten umsteigen werde. Einfach, weil man dann immer von rechts und von links arbeiten kann und praktisch den Rücken beim Heben und beim Arbeiten nicht verdrehen muss. Ja, das ist mir da einfach arbeitsergonomisch auch nochmal sehr wichtig. Wie gesagt, auf dem Deckel schreibe ich ja immer, wenn mir was auffällt. In der Regel aber nur Abweichungen vom Standard. Sonst wäre ich ja ziemlich viel am Schreiben. Hier so diese Ankippung der Deckel, das ist für mich einfach ein Zeichen, da muss ich nachher nochmal was machen. In dem Fall ist das Zeichen, da kommt noch ein Honigraum drauf im Durchgang. Genau, hier notiere ich einfach, dass der Honigraum vom Nachbarvolk drauf gekommen ist, dass ich das nachher bei der Mengenerfassung so ein bisschen zumindest nachvollziehen kann. Ja, das ihr könnt jetzt da gerne noch ein bisschen weiterschauen. Wenn mir noch was auffällt, dann werde ich mich noch mal zu Wort melden als praktisch Kommentar aus dem Off. Und ansonsten lege ich euch noch ein bisschen Musik noch dazu und dann schauen wir uns das Ganze nochmal, die Aufnahmen, die ich damals gemacht habe, einfach an. Ich glaube, hier sieht man jetzt einen Eigenbauschied, also ganz ziemlich guter, ohne Verstärkung am Rücken. Also ja, hier na, schön Honig eingelagert, schön unten natürlich auch wieder diesen Überbau. Da habe ich in der Tat bei der Gruppe da ein bisschen viel gehabt. Ja, das lasse ich euch mal schön alleine. Hier kommen nochmal diese, also normal muss man sagen, ich habe ja keinen Baurahmen. Ne? Das mal noch dazu gesagt, vielleicht der Vollständigkeit halber, ich habe keinen Baurahmen für die Drohnenbrut, den ich dann ausschneide. Aus verschiedenen Gründen habe ich den nicht, das möchte ich jetzt hier vielleicht nicht allzu ausführlich machen. Und dann habe ich diesen Überbau, vor allem dann habe ich den, wenn die im Honigraum nicht viel zu bauen haben. Normal lasse ich die im Honigraum recht intensiv bauen, die Biene, weil ja, dann sind die einfach auch beschäftigt und es ist immer frisches Wachs im Honigraum und neues Wachs und die Drohnen bauen die dann irgendwo in die Ecken der Waben nochmal rein, aber wenn die halt im Honigraum unterbeschäftigt sind dann bauen die mir halt auch unten rein und dann schneide ich ab und zu mal, wenn ich so eine schöne geschlossene Drohnenfläche sehe, dann schneide ich die einfach mal raus. Thema Varroa-Reduzierung, das überzeugt mich ja nicht so, aber das ist da sicherlich auch der Grund und ja. Auch natürlich, dass es irgendwie nicht der Verbau einfach ausartet und ich dann irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann. Ja, aber jetzt würde ich, wie gesagt, einfach lasst uns zusammen weiterschauen. Es sind da noch ein paar Bienenvölker, die ich aufgenommen habe. Und wie gesagt, dann melde ich mich einfach auch nochmal dann zu Wort. Thank you.
Ja, das soll es auch jetzt gewesen sein an dieser Stelle. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Bienenvölker gemacht. Aber zum einen ist der Akku leer, zum anderen möchte ich auch einfach ein bisschen freier arbeiten wieder. Weil man schaut dann doch immer, macht die Kamera die richtigen Aufnahmen, hat sie den richtigen Winkel. Ja, gerne eine schöne Bewertung für den Kanal und Kommentare, Fragen, Anregungen, wie auch immer, auf jeden Fall gerne. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.